Meine Damen und Herren, es geht los. Hier ist Fat Fred von Fettspielen.de mit der vierten Partie Age of Empires HD Edition. Und wir spielen heute mit einem 2 vs. 2 Kartentyp Frankreich. Ich bin ganz gespannt, was uns da erwartet. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier als Team unterwegs beim ersten Team-Game. Zwei One-on-Ones, drei One-on-Ones habe ich jetzt ja schon hinter mir. Und jetzt geht's also richtig los. Okay, schauen wir mal, was passiert. Wir spielen also in einem Teamgame. Ich bin verbündet mit Klartz und spiele gegen McLaren und Thor. Da wollen wir mal schauen. Oha, der ist schon, wir sehen hier seinen Startpunkt rechts auf der Minimap. Der ist ganz, ganz weit weg von mir. Das heißt offensichtlich, dass ich, oha, weit weg von meinem Verbündeten weg bin. Und offensichtlich, wo zwischen uns tatsächlich die Gegner dann da sind, das wäre nicht so gut. Aber wir werden das gleich sehen. Die Karte kenne ich nicht und ich bin selber ganz gespannt, was uns da erwarten wird. So, jetzt erstmal also. Oh, es sieht also aus, wir haben hier etwas mit Dings zu tun. Es sieht so aus, als hätten wir hier Wasser und das nicht zu knapp. Bin mal gespannt, wie sich das hier wirklich, warum diese Karte Frankreich heißt und was sie mit Frankreich zu tun hat. Ja, also wir sehen es viele, viele Fragezeichen bei diesem Spiel. Aber wir werden sie sicherlich alle nach und nach klären. So, ein paar Schafe habe ich mir jetzt auf jeden Fall geholt. Und wir sehen hier auch sehr, sehr viele Fische. Also ein Hafen würde sich auf jeden Fall lohnen. Und da scheint ja wirklich sehr, sehr viel Wasser da zu sein. Also sobald ich Holz habe, werde ich mich mal darum kümmern. So werden wir es machen. Und dann holen wir uns doch gleich mal den ersten Dorfbewohner zum Hafenbau. So, nicht genug Holz. Wie viel Holz brauchen wir denn? 150. Ja, da muss man noch ein bisschen fällen, würde ich sagen. So schnell geht das noch nicht. Und wir können mit unserem freundlichen, berittenen Speer schon mal anfangen, hier die Abmessung der Karte abzulaufen. Hier sehen wir also alles Wasser. Ich bin hier umrundet, umrandet von Wasser. Und mal schauen, wie weit das noch geht. Und ob ich mich hier auf einen großen Seekampf vielleicht sogar einstellen muss. Alles ist möglich. Hier bei Age of Empires 2 in der HD-Edition, wo doch tatsächlich doch einiges anders ist als zuvor. Mehr als man gedacht hat. Man sieht, ja, es sieht eigentlich von der Grafik her aus ein bisschen aufpolierter auf jeden Fall. Immerhin können wir jetzt in einer besseren Auflösung spielen. Dann sehen wir noch, dass sich vom Gameplay eigentlich ziemlich wenig geändert hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gebäude viel, viel mehr Schaden machen zum einen, Burgen zum Beispiel, aber auch viel, viel mehr Schaden nehmen, damit sie vielleicht auch leichter einzureißen sind. Aber was sich offensichtlich auch geändert hat, ist das Kartenset. Das weiß ich jedenfalls. Soweit ich weiß, ist es bei The Conquerors nicht so gewesen, dass es zum Beispiel die Map Frankreich als offiziell spielbare Map gab. Da kann ich mich nicht daran erinnern, kann ich mir nicht vorstellen. Aber da hat sich auch in den Einstellungen und so auch ein bisschen was geändert. Man kann jetzt ja auch zum Beispiel das maximale Bevölkerungslimit bei 500 ansetzen. Das haben wir zum Beispiel auch gemacht. 500 ist also hier das Limit. Also ein paar Sachen sind schon anders und hier wollen wir sehen, was passiert. Ich bin offensichtlich auf einer Art Insel oder einer Halbinsel oder irgendetwas. Das sieht auf jeden Fall sehr inselig aus und muss mich dann wahrscheinlich dann nicht auf einen schnell raufbeschworenen, heraufziehenden Nahkampf irgendwie einstellen, sondern es sieht wohl eher so aus, als würde das eine Seeschlacht werden. Wir mal schauen. Aber hier auf dem Land kommt keiner. Das seht ihr, keine Verbindung zu meiner kleinen Insel. Da ist nichts, auch kein seichtes Gewässer, was dorthin führt. Ich bin hier ganz, ganz alleine. Und na, ja, mal schauen, was passiert. Auf jeden Fall sollte jetzt wirklich keiner sofort um die Ecke kommen mit den ersten Milizen und mich da platt machen. Die müssen über den Seewege kommen zu mir. Hier bin ich also erstmal wahrscheinlich sicher. Ist wahrscheinlich doch eher so ein Map-Typus, wo man nicht sofort mit einem Rush rechnen muss. So sieht das also aus. Hier bei unserem vierten Age of Empires Spiel. So, wie sieht es aus von den Punkten her? Klartz und ich, sie hängen so ein bisschen hinten an. Wir sehen es, die haben schon mehr Punkte. Unser gegnerisches Team, das sieht ein bisschen besser aus bei denen. Ja, mal schauen, ob wir das noch aufholen können. Ich bin noch in der dunklen Zeit. Das wird noch ein bisschen dauern, würde ich sagen, bis ich dort in die nächste Zeitstufe erreichen kann. Dafür brauchen wir nämlich richtig viel Nahrung. 500, glaube ich. Gucken wir mal.
Jawohl, 500 Nahrung und ich habe ja gerade erstmal 122. Das kann also noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind. Bis dato, bis dahin kann ich auf jeden Fall schon mal ein paar Schafe einsammeln. Gibt es hier noch irgendetwas, was ich machen kann? Können auch ein bisschen jagen gehen, aber ich glaube, ich werde das hier alles über die Fische regeln. Fische gibt es genug und dann baue ich lieber ein paar Fischerboote. Und die können ja dann schließlich auch ab der nächsten Zeitstufe Reusen bauen. Also selbst wenn die leer gefischt sind, die Gewässer, dann können wir das Ganze immer noch regeln, indem wir dort Fische züchten. So. Wie sieht's aus? Punktetechnisch, das sieht man ja bei Age of Empires immer gleich sofort in Echtzeit, wie es aussieht. Und das sieht bei uns noch ein bisschen mau aus. Da müssen wir tatsächlich mal schauen, dass wir das alles aufholen. So. So, mein Speer hat nichts mehr zu tun. Das Gelände ist abgegrast, abgescoutet auf jeden Fall. Und ich kann jetzt hier weiterbauen. Ich kann schon mal meine erste Kaserne bauen. Trotz alledem, natürlich brauchen wir auch hier Bodeneinheiten, Infanterie. Aber ich habe nicht genug Holz. Deswegen können wir das Ganze erstmal uns sparen. So, vielleicht mache ich noch mal zwei Fischerboote. Ich brauche mehr Nahrung, damit ich in die nächste Zeit komme. Und das wollen wir doch nicht verpassen, würde ich sagen. Auch hier, oh, Holz brauche ich ebenso. Das heißt, ich werde jetzt all meinen Dorfbewohner erstmal auf Nahrung und Holz anhetzen. Und dann sollte das schon mal klappen. So, hier wird auch gleich der nächste Fischkutter unterwegs sein. Jawohl. Und der nächste Dorfbewohner ist auch schon da. Der kann schon das erste Feld bauen. Dann hätten wir auch eine nächste Nahrungsquelle, die wir dann erschließen können. So, vier Ressourcen gibt es nicht auf dieser Insel, das seht ihr. Und McLevin ist schon auf Feudalzeit. Oh je, jetzt muss ich auch auf jeden Fall mich beeilen. Also ab in die nächste Zeitstufe. Hab jetzt schon sehr, sehr lange hier rumgelungert. Auf Tier 1 in der ersten Zeitstufe auf jeden Fall. Und ja, das sollte sich dann doch schon ändern. So, einen zweiten Hafen könnte ich auch bauen. Mein Kriegshafen vielleicht. Da könnte ich hier so ein bisschen die Militärgebäude an diesen Rand bringen. Dort werde ich ja wahrscheinlich dann auch zum nächsten Gegner irgendwie kommen, wenn ich hier diesen Fluss oder diesen See oder was auch immer das sein soll, überquere. Das werden wir dann ja alles sehen. Und wie weit das mit Frankreich zu tun hat, ich kann auf jeden Fall noch nicht die Abrisse, die Umrisse der Grand Nation kann ich hier noch nicht absehen. Mal schauen, ob sich das irgendwie noch erschließen wird. Oder ob dieses Frankreich aus irgendetwas anderem kommt. Wir wissen es nicht. Das werden wir vielleicht aber noch erfahren. So, hier wird auch eifrig gebaut. Ja, hier können wir natürlich auch erstmal ein paar Fischerboote hinsetzen. Und vielleicht, warum nicht, einen Außenposten hier an die Außenpunkte meiner Insel. So, ihr steht alle dumm rum. Dann könnt ihr mal was machen. Und zwar Felder bauen. Da wäre ich doch sehr, sehr verbunden, wenn das passieren würde. Und jetzt können wir uns auch mal vielleicht um Stein und um Gold kümmern. So, hier kümmern wir uns erstmal um Militärgebäude, aber immer noch kein Holz. Also weiter Holz hacken. Irgendwann muss das ja auch mal hier klappen. Und wir könnten schon mal vielleicht unsere erste Galeere bauen, sobald wir genug Holz haben. 90 brauchen wir, haben wir jetzt. Und mit der Galeere können wir ein bisschen mal rumschauen, wie das eigentlich aussieht hier. Ein bisschen mal die Karte auf dem Seewege erforschen. Das ist doch mal eine gute Idee. Und bis dato müssen wir erstmal. Wir brauchen viel, viel mehr Ressourcen. So, es ist klar, es ist auch eine Feudalzeit. Aber wir sehen schon, wir sind punktetechnisch das schlechtere Team. Und das scheint sich auch noch zu manifestieren. Das scheint nicht besser zu werden. Na gut. Jetzt aber erstmal schauen, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Also. Schickt zur See und los geht's. Oh, McLevin ist schon in der Ritterzeit. Der macht ja ernst. Wie schafft er das denn? Wie kommt er denn an diese Ressourcen? Das möchte ich gerne mal wissen. Das ist ja echt krass. Wahnsinn. Okay, wir schauen mal. Ritterzeit. Nach dem 800 kriege ich zusammen Gold 200. Das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal Gold abhacken und dann auch mal schauen, dass ich hier die Gebäude der Feudalzeit baue. Eine Schmiede brauche ich ja auch und eine Schmiede sollte ich auch ein bisschen ernsthafter mich damit beschäftigen, auch mal mehr Upgrades machen. Hat übrigens auch Kay Orachi gesagt. Einer von euch, ein YouTuber, der mich mit einem Comment beehrt hat. Vielen Dank erstmal dafür und der hat gesagt, ich soll auf jeden Fall mehr Upgrades erforschen, auch meine Ressourcen nutzen, damit die nicht hier ungenutzt bleiben. Und das werde ich auf jeden Fall auch machen und werde, sobald ich jetzt hier auch gleich das Gold fertig habe, mich dann auch
um die nächste Zeit kümmern werde. Ritterzeit, auch schon der nächste. Also die beiden sind ja echt fix und endlich. Ich werde hier mal Kartografie erforschen. Dann sehe ich nämlich, was mein Freund und Kupferstecher Klarzo treibt da drüben. Scheint doch nicht so viel zu sein. Und hier müsste ich echt mal aufpassen. Boah. Dass uns das hier nicht wieder in eine Niederlage, nicht in eine Niederlage ausartet hier. So, ihr sollt erstmal Gold hacken, sehr, sehr viel. Ich könnte ja vielleicht auch ein bisschen was verkaufen, damit wir schneller in die Ritterzeit kommen. Das machen wir jetzt. Ritterzeit, ich komme. Die Galeere guckt nochmal weiter rum. Ich könnte auch aber mehr Fischerboote bauen. Es gibt so viel Fisch hier, das ist ja echt Wahnsinn. Auf dieser Karte, da kann man auf jeden Fall noch eine Menge fischen. Schau mal, wie es geht. Kartografie auch entdecken, dann wissen wir mal, was unser andere so treibt. So, wenn wir jetzt viel mit Dings zu tun haben werden, mit Schiffen, dann sollte ich vielleicht die Befiederung entwickeln, damit wir auch da gleich das richtige Upgrade haben und nicht nur irgendein Upgrade. So, meine Galeere ist immer noch auf großer Entkundungstour. Wir werden hier schon mal uns ein paar Gebäude holen. So, hier wird schon weiter gefischt im größeren Rahmen. Ab sofort werden hier Galeeren gebaut. Es ist bald Krieg. Ich kann es schon spüren. Und dort sehen wir immerhin. Ach, das ist ja witzig. Er ist... Ich bin nur auf einer Insel. Und da sehen wir übrigens auch gerade, die sind alle auf einer Karte und ich bin auf einer Insel. Ganz geschützt. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Das ist schön für mich, aber natürlich nicht schön für meinen Kumpel, der da jetzt ganz alleine... oh Gott. Auf dem Festland sitzt. Also da müsste ich mal aufpassen, dass ich ihm da irgendwie zur Hilfe eilen kann. Alsbald. Oh Mann. Ja, ihr seht es selbst. Das scheint alles Festland zu sein. Ich kann jetzt noch mal ein bisschen weiter schauen, aber ansonsten... Oh je, und da sehen wir es auch schon, wie er auch schon angegriffen wird. Oha, da muss ich mich ganz schnell engagieren, würde ich sagen. Ich könnte schon mal ein Transportschiff hinstecken. Die Galeere schnell abbrechen. Transportschiff. Und dann werde ich gleich mal ein paar Einheiten rüberschicken zu ihm, um ihm da ein bisschen helfen zu können. Oh, oh. Da sieht schon schlecht aus. Da wird er angegriffen. Ui. Krass. Okay. Da kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr viel machen. Der ist ja jetzt schon fast erledigt. Oh, scheiße, ey. Ja, kein Wunder, wenn er da ganz alleine auf dem Festland rumeiert. Das ist ja auch echt scheiße. Na toll, wie schnell kriege ich jetzt hier irgendetwas zusammen, was da helfen kann? Ich kann jetzt natürlich gucken, dass ich ein paar Pikeniere rüberschicke. Dass ich... Mann. So, könnte vielleicht auch ein paar Leute rüberschicken. Quasi Bauarbeiter, die ihm da ein bisschen helfen. Vielleicht eine Burg bauen oder sonst irgendetwas. Das könnte ich machen. Aber sonst wird es echt schwer. Da brauche ich auf jeden Fall auch mehr Stein. Oh je. Der Arme. Okay. Beziehungsweise ich armer. Wir sind ja ein Team. Das heißt, seine Niederlage ist auch meine Liga-Lage. Kann ich ihm als Ellie chatten? Ah, ich weiß gar nicht, ob das an alle geht oder nur an ihn. Ich werde auf jeden Fall jetzt mein Transportschiff mit Workern vollladen und dann mal schauen, dass ich da lande und ihm vielleicht hier irgendwo in der Hinterhand nochmal helfen kann. So, Transportschiff ist voll beladen. Na dann. Dann geht's los. So. Holzer, Holzer. Ich will noch ein zweites Dorfzentrum, obwohl... Nee, ich baue erstmal eine Kirche, ein Kloster. Und jetzt kommt erstmal mein Bautrupp. Wo bist du denn? Und dann... Oh, fuck. Ja, der braucht auf jeden Fall hier echt extreme Hilfe. Und die versuche ich ihm jetzt durch meinen Bautrupp zu geben. So. Da sind meine beiden Galeeren. So, jetzt kommt mein Bautrupp. Ich hoffe noch rechtzeitig, um hier ein bisschen was zu reißen. Der kommt ja auch wirklich nicht hin. Ich könnte ihm auch ein paar Ressourcen schicken, sehe ich gerade. Das wäre auch nicht so dumm. Stein jedoch nicht. Das brauche ich jetzt, um ihn dort aus der Patsche zu helfen. So, jetzt aber. Lauft, Leute. Lauft und baut. Fatfreds Bautrupp auf dem Weg. So, mein Mönch ist auch da. Der kann sich gleich hier
das Artefakt holen und jetzt geht's los. Jetzt wird gebaut. Jetzt wird der Laden hier dicht gemacht. Ich baue mir hier selber noch ein Dorfzentrum rein. Habe natürlich nicht genug Holz, war ja klar. Dann könnte ich mir vielleicht selber hier eine Burg reinsetzen. Zur Verteidigung meines Freundes. Das wäre eine gute Idee, würde ich sagen. Und dann wollen wir ihm noch gleich auch mal hier mit ein paar Mauern und so weiter und so fort helfen, damit er hier wenigstens halbwegs sicher leben kann. Okay, hier vielleicht auch irgendwo eine Mauer reinsetzen. Ja, das wäre nicht so gut. Die Mauer ist nicht so gut. Ja, hier ist auch einfach schlecht. Vielleicht werde ich hier eine... Ich weiß auch nicht. Oh ne, jetzt werde ich hier gerade angegriffen. Ja. Und jetzt gehen sie natürlich hier auf meine Bauarbeiter, die die Burg bauen wollen. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Das heißt, da muss ich mir gleich wieder den nächsten Schwall Bauarbeiter hinsetzen. Und mein Transportschiff wieder vollladen. Auf jeden Fall sind jetzt meine Bauarbeiter tot. Einer ist noch da. Der könnte die Burg noch fertig setzen. Ansonsten muss ich jetzt wieder vollladen, was da ist. Oh Mann. Ja, da ist auch mein nächster tot. Und das war's jetzt auch mit meiner Burg. Hier brauche ich noch ein paar Pikeniere. Ein paar Einheiten brauchen wir wahrscheinlich auch. Es wird nicht nur mit Bauarbeitern gehen. Ah, scheiße, da ist jetzt alles voll. Gerade in meiner Lande-Area. Ah, Mist. Oh, nee. Jetzt kommt er da wirklich mit 1000 Einheiten am Start. Ja, großartig. Ich müsste eigentlich irgendwo rübersetzen können. Ich baue mir noch ein Transportschiff. Habe ich schon gemacht, oder? Jawohl. Dann kann ich da noch irgendwie was reißen. Ah, hätten die wenigstens noch ein bisschen Geduld gehabt mit ihrem Angriff, ja? Hätte ich da irgendwie noch was machen können. Aber so ist es ja nun wirklich gar nicht möglich. Scheiße, ey. Tja, toll, toll, toll. So, die kommen noch da rein. Wo ist meine zweite? Da ist mein zweites Transportschiff. Ja, da wird jetzt ja nach und nach echt fertig gemacht hier. Scheiße, echt. Ja, das nächste Transportschiff hin. Jetzt versuche ich hier nochmal mit den Bauarbeitern was zu reißen. Tja. Naja, ich könnte natürlich hier jetzt auch mir so eine Art Zweitbasis hinsetzen. Aber das sieht echt schlecht aus, hier irgendwas noch zu reißen. So, was ist hier los mit dem Transportschiff? Da können wir noch ein paar Einheiten reinladen. Ich muss auch mehr Häuser bauen. Ah, jetzt ist das so schon Imperialzeit. Ja. Also es ist halt ganz, ganz blöd, muss ich sagen, mit den Startpunkten vor allen Dingen. Ne? Ich konnte ihm jetzt echt nicht helfen. Die konnten ihn jetzt einfach so wegfetzen dort. Ich konnte eigentlich gar nichts machen. Muss jetzt hier ganz, ganz umständlich über Schiffe und alles das Ganze regeln. Ah, jetzt werde ich auch noch auf dem Seewege auch noch fertig gemacht. Also es steht hier echt alles mal wieder unter einem sehr schlechten Stern. Und das jetzt auch schon irgendwie bedingt, finde ich, durch den blöden Anfang hier. Ja, das ist natürlich echt nicht so schön. So. Kommen hier ein paar Leuten an. Tja. Na, immerhin, die haben ihn zum Fall gebracht. Aber da kommt gleich schon die nächste Batterie an Einheiten und die wird jetzt erbarmungslos mich da aufsuchen. Da kann ich wahrscheinlich auch nicht mehr viel machen dann. Ja. Sie müssen mir Häuser bauen, ich muss so einiges. Und auch wenn mir der Tipp gegeben wurde, dass ich alle meine Ressourcen verbraten soll, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich die hier sinnvollerweise verbraten kann. Denn ich schaffe es nicht, hier meinen Kumpel zu safen und das ist eigentlich der größte Problem. Ich werde jetzt versuchen, da jetzt noch eine Burg zu bauen. Bisschen im Windschatten. Vielleicht werden sie das nicht sofort sehen, was ich da mache. Ich muss mich jetzt hier nach und nach irgendwie festbeißen bei meinem Kumpel hier in dieser neuen unwirtlichen Welt. Aber ansonsten komme ich hier wirklich überhaupt gar nicht auf einen grünen Zweig. So.
Jetzt werde ich wahrscheinlich irgendwann mal auch gleich durch den Seewege angegriffen werden. Ich sehe es schon kommen. Ach, jetzt kommen sie auch hier hin. Ja. Na gut, immerhin habe ich hier ein paar Pikeniere. Pikeniere sind ja ganz gut gegen berittene Einheiten, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen, um diese geschützte Burg zu bauen. Schade, schade, 92%. Beinahe hätte ich es geschafft, aber es ist doch echt zum Kotzen, ey. Also, oh ne, 95%, Leute, echt. Echt jetzt. Das ist doch nicht normal. Ich weiß auch nicht, wie viel Pech man haben kann, auch noch zu so einer Scheiße, echt. Ja. Gut, ich versuch's jetzt natürlich, er versucht's auch. Aber der kann natürlich jetzt hier alles mit seinen 5 Einheiten da fertig machen. Und ich habe keine Chance, da irgendwas gegenzuhalten. Bräuchte jetzt auch Fernkämpfer. Die werde ich aber so schnell dann auch nicht bekommen. Könnte jetzt natürlich hier auch Bogenschießanlagen bauen. Aber bis das dann steht und das alles läuft. Ja, ihr könnt euch das vorstellen. Das wird dann so lange dauern. Dann bringt das auch nicht mehr. Tja. So viel zu dem Burgthema. Ist echt bitter, ey. Guckt euch das an. Ja, 5% fehlt da noch. Jetzt habe ich eben gerade auch noch einen Tribok gehört. Ja, gut. Ah, ist das furchtbar, ey. Ja. Das ist traurig. Die Burg kann ich demnach auf jeden Fall einreißen. Da werde ich nichts mehr mit hinbekommen. Tja. Jetzt kann ich versuchen, Einheiten zu pumpen ohne Ende, aber da seht ihr auch schon den nächsten Schwall. Tja. Schlechteste Startvoraussetzungen. Und dann fehlt mir jetzt auch die Muße oder mir fehlten die Skills, das noch fortzuführen. Jetzt leckt es auch noch raus. Also ein Fehlschlag auf ganzer Linie. Wir haben Standbild und ich würde sagen, wir geben auf und beenden die Geschichte.